Hallo ihr Lieben, willkommen zum vorletzten Update in der Vorrennwoche des Startelf Challenge Rot powered by HEP. Wir stehen hier schon auf dem Presenterpult des Bayerischen Rundfunks. Stadion ist heute oder wird heute fertig. Die Zelte sind fast fertig, also die große Infrastruktur steht. Wir freuen uns ungemein. Wir haben noch ein paar Regenschauer vor uns übers Wochenende, glaube ich. Aber nächste Woche, Ende nächster Woche, soll das Wetter wieder etwas stabiler werden. Das sind also ganz gute Nachrichten. Anfangen möchte ich heute mit der neuen Maßnahmenverordnung aus München, des Freistaates Bayern. Die Inzidenzwerte, die eine Sportveranstaltung im Außenbereich verbieten könnten, sind aufgehoben, sodass wir auf alle Fälle sicher durchführen können. Unwahrscheinlich beruhigend für uns alle. Das heißt, wir können ab jetzt ruhig schlafen. Was sich nicht ändern wird zur Veranstaltung, ist die FFP2-Maskenpflicht. Keine anderen Masken, nur die FFP2-Maske in den Wechselzonen und auf dem Festplatz, Stadion, Messe, Anmeldung etc. Die Abstandsregeln, die eingehalten werden müssen, und die 3G-Regel, die uns erhalten bleibt. Für die Besucher noch ein Hinweis, für eure Familienangehörigen oder Freunde, die mit nach Rot reisen. Wir bitten ganz, ganz dringend, vom Besuch des Schwimmstartes am Morgen abzusehen. Wir werden großflächig auf beiden Seiten des Kanals und die gesamte Wechselzone mit 2-metrigen Bauzaungittern komplett verschalt bauen müssen, um dort Menschenansammlungen zu vermeiden. Diejenigen, die eventuell mitreisen, schaut es euch in den Hotels, in den Unterkünften, in den Gastfamilien an. Wir sind ab 6:45 live auf dem Programm. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für die Wechselzone 2. Hier auf dem Platz wurde jetzt die Anzahl der Besucherinnen und Besucher festgelegt. Im Stadion werden wir 1500 Besucherinnen und Besuchern Platz bieten können, sitzend. Und es gilt First Come, First Serve. Wir können leider keine Vorbuchungen vornehmen. Also kommt frühzeitig hier ins Stadion, damit ihr auf alle Fälle den Zieleinlauf erleben könnt. Sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Ihr habt mitbekommen, Hawaii ist abgesagt. Es wird sehr spannend in Rot. Donnerstag vor dem Event haben wir die große internationale Pressekonferenz. Achtet ein bisschen auf Social Media, auf die Homepage, denn dann werden wir verkünden, wer in Rot am Start steht. Großer Appell noch für alle mitreisenden Besucherinnen und Besucher, Familienangehörigen. Wenn ihr euch draußen im Landkreis bewegt, an die Radstrecke oder an die Laufstrecke kommt, bitte, bitte nutzt das Hirn. Stellt euch so, dass wir keine Menschenansammlungen haben. Sollte es zu Menschenansammlungen kommen, muss die Polizei die auflösen. Sollten diese zu groß werden, droht ein Rennabbruch. Wir bitten deshalb, denkt daran, es ist wichtig für die Veranstaltung, für eure Angehörigen und Freunde, dass die Veranstaltung über die Bühne gehen kann. Verteilt euch, haltet Abstände. Das Race Briefing wird nächste Woche an euch verschickt, wenn wir uns nochmal an euch wenden. Und dann haben wir noch eine Vorabinformation. Ab Mittwoch, Rennwoche, werden wir die Homepage umschalten auf die sogenannte Cockpit-Version der Homepage. Dort werdet ihr dann das komplette Angebot, Live-Tracking, sämtliche Übertragungen, die Live-Sendungen aus Rot bekommen. Also da könnt ihr auch von zu Hause ganz, ganz nah dranbleiben. Dann hatten wir noch die Frage bekommen zu den Tattoos. Was passiert, wenn ihr Langarm anziehen werdet? Die Tattoos, die angebracht werden müssen, müssen angebracht werden. Es ist tatsächlich ein Disqualifikationsgrund, egal was ihr tragt, selbst wenn man diese nicht sieht. Es ist für uns ganz wichtig, ich möchte es auch kurz erklären. Sollte euch etwas passieren, solltet ihr ohnmächtig werden, müssen wir einfach über verschiedene Möglichkeiten euch identifizieren können. Gerade beim Schwimmen haben wir nur das Tattoo, euch zu identifizieren, wenn etwas Schlimmeres passieren würde. Deswegen Pflicht für die Tattoos, die mitgeliefert werden, bringt diese bitte an, egal ob ihr Kurzarm oder Langarm in Rot tragen werdet.
Dann haben wir noch eine ganz tolle Nachricht. Der Bayerische Rundfunk weitet die Sendezeiten nochmals aus. Es war ursprünglich geplant, Live-Übertragung im Fernsehen von 10 bis 16 Uhr. Jetzt ist es so, dass der Bayerische Rundfunk bereits um 6.45 Uhr live ins Programm schaltet und bis in den Nachmittag live aus Rot berichtet. Auch tolle Nachrichten. Sportschau ARD wird dabei sein, auch das ZDF wird dabei sein und Sky wird auch nach Rot schalten. Also ein umfängliches Programm, das wir so noch nie hatten. Das freut uns ungemein. Auch die Politik kommt. Staatssekretär Beck wird den Startschuss geben. Innenminister von Bayern wird die Athletinnen und Athleten im Ziel willkommen heißen. Dorothee Bär wird kommen. Und unsere Freundin Frau Mordler vom Europaparlament wird auch in Rot sein. Also es ist quasi angerichtet. Wir sind sehr weit fortgeschritten, was die Aufbaumaßnahmen angeht. Wir freuen uns ungemein. Ich bin in den letzten Tagen immer mal wieder von den Medien gefragt worden, ob ich nicht mit einem weinenden Auge auf dieses Rennen schaue. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, nein, das tue ich nicht. Ich freue mich, glaube ich, so sehr wie noch nie auf dieses Rennen, weil wir endlich wieder dürfen. Und weil es einfach um das geht, was wir alle lieben, den Triathlon-Sport. Wir wenden uns nächste Woche nochmal an euch. Bleibt mir gesund, ein schönes Wochenende. Und dann sehen wir uns nächste Woche hier beim DATEV Challenge Rot Powered by HEP. Bleibt gesund.